Planted, 100% pflanzlich Steak. Ja, eine pflanzliche Alternative zum bekannten Rindersteak ist jetzt aufgetaucht mit langer Entwicklungszeit, mit Spezialköchen dahinter und auch Gastronomen, die das Produkt total abfeiern. Ob das Produkt aber wirklich so gut ist und sein Preis wert ist, finden wir jetzt im Test heraus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das schon erfahren. Wir testen ein veganes Rindersteak. So müsste man es wirklich sagen. Es ist natürlich kein Rindfleisch, was hier drin ist. Es ist 100% pflanzlich und es kommt von Planted. Die geile Produkte machen mit einer sehr, sehr kurzen Zutatenliste. Das muss man den einfach lassen. Hat aber auch dementsprechend seinen Preis. Ja, und heute geht es um das vegane Steak. Da sind wirklich Köche mit dabei. Da war der, nicht Rach, wie hieß er denn jetzt nochmal? Naja, ich habe den Namen gerade vergessen, fällt mir sicher wieder ein. TV-Köche mit dabei, die das halt auch schon probiert haben und ausgetestet haben und auch Feedback gegeben haben. Es sind wirklich Gastronomen mit eingeschlossen worden, die so Proben und so bekommen haben, weil das auch in der Gastro ein interessantes Thema ist, ein gutes, veganes, herzhaftes Steak anzubieten, was sich geschmacklich und von der Konsistenz verhalten soll wie Rindersteak, aber halt ohne tierische Zutaten. Klingt verrückt. Natürlich ist es natürlich dadurch ein Produkt, was zusammengefügt wurde. Ich habe es auf der Anuga schon mal gesehen und ich bin gespannt, ob das was kann. Tim Rauer wollte ich sagen, nicht Rach, jetzt fällt es mir wieder ein. Tim Rauer, der war damit eingebunden. Auch ein sehr, sehr spezieller Koch auf seine Art und Weise, aber auch sehr, sehr penibel, wenn es um sowas geht. Und der hat auch seine Einflüsse wohl hier mit drin gehabt. Ja, es hat 97% weniger CO2 und 81% weniger Wasser im Vergleich zu einem Rindfleisch, laut der Eternity, ja, Quelle, also die Quelle ist Eternity. Und ihr bekommt ihr ein fermentiertes, geräuchertes und pasteurisiertes pflanzliches Lebensmittel. Sie nennen es also ein keinster Eise Steak, muss man sagen. Außer, dass hier unten Steak draufsteht, aber steht nicht offiziell das Name drin. Auch nicht Rindersteak. Es werden einfach nur Vergleiche gezogen. Ja, das Gute habe ich bei Rewe gekauft. So sieht das Gute aus, wenn man es aus der Packung nimmt. Das sieht schon, muss man sagen, aus ein bisschen wie Steak. Das muss man denn einfach lassen, wie diese Supermarktvarianten. Aber es hat auch einen stolzen Preis, muss man leider sagen. Es hat nämlich, kann man das hier ausklappen oder warum ist das hier hinten so? Ich frage mich gerade, warum die Packung hier hinten so komisch ist. Aber naja, 140 Gramm, das ist nicht viel. Das ist ein, wie man es nicht böse gemeint im Restaurant sieht, dieses Lady Steak. Finde ich immer so ein bisschen, naja, ob man Roman das immer Lady nennen muss und der Mann kriegt immer das Große und die Frau kriegt immer das kleine Lady. Finde ich immer so ein bisschen blöd, wenn ich auf das Kartenbild was lese. Ah, naja, 140 Gramm für 3,99 Euro. Ja, das ist für Supermarktverhältnisse teuer, aber nicht im Verhältnis, wenn man es zu Rindfleisch setzt. Weil gutes Rindfleisch hat auch solche Preise und da isst man dann einfach, aber es ist ja eine vegane Alternative. Und das ist immer so für mich die Frage, warum muss das genauso teuer sein wie hochwertiges Fleisch? Weil ich kriege auch minderwertiges Fleisch, muss man ja einfach sagen. Du kriegst im Supermarkt kriegst auch Steak für 6 Euro. Da kriegst du aber fast 300 Gramm. Hier kriege ich 300 Gramm für fast 7 bis 8 Euro. Das ist halt so, vom Kilopreis ist das teuer. Ne? Das ist ein teures Fleischprodukt hier, also Pflanzenprodukt. Da bist du bei um die 30 Euro. Also irgendwas wie 25 bis 30 Euro pro Kilo. Das finde ich echt viel. Aber es steckt natürlich viel Entwicklung hinter. Wir gucken mal drauf, was ist es genau. Was bekommt ihr hier eigentlich? Ihr bekommt hier ein Wasser-Soja-Protein-Rapsöl-Mischung. Dazu noch Mehl aus Reis und Bohnen mit Gewürzen, Rote-Bete-Konzentrat, Hefextraft, Kulturen. Da bin ich immer sehr gespannt drauf, was wir mit den Kulturen gemacht haben. Rohrzucker, Salz und Vitamin B12. Das heißt also, in dem Produkt wurde gearbeitet oder haben Kulturen gearbeitet, was, denke ich mal, eine andere Haptik bringt. Kann Spuren von Gluten und Senf enthalten, hat 182 Kalorien, davon sind 17 Gramm Eiweiß, es ist aber auch Eisen und Vitamin B enthalten. Der Zuckergehalt liegt bei 1,3%. Und ihr könnt das jetzt für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze auf dem Grill oder in der Pfanne machen. Wir werden es in der Pfanne machen, weil es mir erstmal so die etwas leicht sichere Variante ist. Ich will es ja nicht verhunzen. Also schauen wir uns das mal an. Ja, das ist das gute Stück. Wie gesagt, man soll das ja trocken tupfen. Darum habe ich jetzt einfach hier schon mal ein Tuch hingelegt. Aber so könnt ihr das Stück Fleisch oder besser gesagt das vegane Stück Steak sehen. Das ist ja kein Fleisch, aber das geht schon in die Richtung. Ne? Das haben sie schon gut gemacht. Es fühlt sich auch gut an. Es hat auch diese Haptik, wie man es kennt. Jetzt tupft man das einmal ganz kurz trocken. Und dann, schauen wir mal, ihr seht auch diesen Fleischsaft, den sie ja kopieren wollen, das ist Rote Beete. Aber das soll ja alles ab, wird ja empfohlen. Die Kräuter bleiben dran. Ja, und so schaut es jetzt aus. Also einigermaßen trocken.
Und ich hau das jetzt mal auf diese Grillplatte. So, und braten lässt es sich ganz normal, wie man es kennt. Kriegt auch ja, so leichte Streifen, aber nicht so optimal wie bei richtigen Steak. Man sieht jetzt hier einen kleinen Unterschied einfach, wie es sich verhält. Und oben kriegt es eine leichte Kruste. Aber an sich geht es hier, glaube ich, auch wirklich nur noch ums Erwärmen. Und dass es außen halt eine Kruste kriegt. Ich brate das mal für euch weiter. Und dann ist es in eigentlich jetzt 2-3 Minuten fertig. Und so schaut es jetzt fertig aus. Ja, von außen hat es eine leichte Kruste gekriegt. Konntet ihr gerade schon sehen. Es ist trotzdem noch saftig. Also es hat noch Konsistenz. Auch Feuchtigkeit kommt leicht hoch. Also das klappt auf jeden Fall. Sieht jetzt nicht 100% so aus, wie es, glaube ich, versprochen wurde. Versprochen wurde es, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber wichtig ist ja, wie es im Anschnitt dann ist. Also schneide ich das für euch jetzt mal live an. Und wir gucken mal rein, wie das jetzt von innen ausschaut. Ja, das geht in die Richtung, ne? Das geht in die Richtung Fleisch. Also es hat wirklich diese Faserstruktur. Ist leicht rötlich. Man kann nochmal so machen, ein bisschen Licht wegnehmen. So, dann seht ihr es ein bisschen besser. Innen drin ist es dann schön rosa, aber es ist ja durch, weil es ja ein veganes Produkt ist. Aber das ist es, das vegane Steak von Planted. So schaut es aus. Ich richte mir das jetzt noch einmal ein bisschen schöner an. Und ich zeige es euch jetzt einfach nochmal, was ich gemacht habe. Ich habe es an sich nur ein bisschen aufgeschnitten und noch ein bisschen schönes, grobes Salz zugegeben. Nämlich das gute Lassölsalz. Ist wirklich sehr, sehr geil. Ist aber teuer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Braucht man auf jeden Fall. Und wir probieren es jetzt auch einmal. Und natürlich habe ich mir auch was zur Seite gelegt ohne Salz. Also, probieren. Ich bin gespannt. Es ist so fies, wenn du das brätst und alles. Und diese Sekunden einfach vergehen, bis man es probieren kann. Aber jetzt darf ich es probieren. Und ich probiere es jetzt erstmal direkt. Dieses kleine Stück, was ich hier nur abgeschnitten hatte. Ich habe hier noch ein anderes liegen. Erstmal ohne Salz. Es riecht sehr nach den Gewürzen, muss ich sagen. Es hat einen sehr, sehr starken Thymian-Geruch. Finde ich einen Tick too much persönlich. Aber mal gucken, wie es schmeckt. Mhm. Nicht unbedingt wie Fleisch. Konsistenz, ja. Konsistenz hat es wirklich wie vom Steak. Es ist saftig. Es ist mir, glaube ich, aber zu viel Thymian-Gewürz dran. Aber Konsistenz ist echt super. Das muss man den lassen. Also, es ist, glaube ich, das. Also, es ist nicht Glaube. Es ist das beste Rindersteak, was man bisher probiert. Wir hatten schon mal was anderes von Green Mountain und so. Es gab mal sowas Ähnliches oder für einen Grill, diese Filet-Dinger und was es alles gibt. Hähnchen kriegen die ja ganz gut hin. Aber das hier ist von der Konsistenz echt next level. Du hast halt wirklich diesen Widerstand beim Beißen. Du hast aber auch diese Fasern. Du hast dieses Herzhafte. Auch wie Fleischsaft auf der Zunge, dieses Salzige, was so Fleischsaft auch so in sich hat. Aber dann kommt finde ich, diese Thymian-Note und macht das so ein bisschen kaputt. Also ich fände es besser, wenn das neutral wäre, wenn sie es ohne dieses Thymian machen würden. Wenn sie das wirklich nur mit einer relativ neutralen Würzung machen würden, also neutralen Würzung, ihr wisst aber denkt mal, was ich meine, einer milderen Würzung, ohne jetzt Thymian und so dran zu haben. Weil ich bin jetzt sehr verpflichtet, auch wenn ich vielleicht gar nicht so gerne Thymian mag, ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Thymian-Fan, es mit Thymian zu essen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss es mit Thymian essen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, das so zu machen. Aber wir probieren es jetzt noch mal ein bisschen mit dem Salz dran. Aber sonst ist das gut. Für mich könnte es vielleicht noch ein bisschen herzhafter sein. Also, er hat so einen leichten Hang zur Süße. Wie Zucker war da drin? 1,3. Also, irgendwo kommt ein Süßegehalt noch her. Aber auch wenn man das jetzt hier so auseinanderreißt, ihr seht das, man muss wirklich ein bisschen Kraft reinlegen und es zieht sich halt wirklich wie so Fleischfasern in die Länge. Dann hast du auch dieses Zehe. Aber dann ist es trotzdem zart und dann sieht es trotzdem so aus. Also, das ist schon gut gemacht. Also das ist wirklich für den veganen Bereich das nächste Level, kann man wirklich sagen. Es ersetzt nicht
Das Rindersteak. Es ist aber eine gute, herzhafte Alternative für jemanden, der sagt, hey, ich esse kein Fleisch mehr, aber ich hätte ja trotzdem noch Lust, Steak oder sowas zu haben in der Richtung. Der macht damit nichts falsch. Aber der Preis, der Thymian und diese leichte Süße, das muss weg. Also der Preis muss weg, ja, der Preis muss auch runter, der Preis muss, das ist zu teuer, 3,99 €, das kauft keiner. Also ja, das werden Leute kaufen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben mir geschrieben, ja, das ist nicht so schlimm für 3,99 €, das gönne ich mir dann ab und zu mal. Das kann ich auch verstehen, wenn man sagt, so diesen Gönncharakter, aber es wäre cool, wenn es einfach günstiger wäre, dass du den Reiz hast, ey, ich kaufe mir eher das als ein Rindersteak aus dem Supermarkt. Weil es gibt ja diese abgepackten Rindersteaks und die gibt es teilweise auch für 3,99 € bis 4,99 €. Man kriegt so 300 Gramm. Wie willst du dadurch den Fleischesser wirklich bewegt zu bekommen, das nicht zu kaufen, wenn er sagt, ich möchte günstig kaufen? Weil es ist, muss ihm ja ein Argument geben. Das ist so dieser Gedankengang, es muss ein Ticken günstiger werden. Vielleicht investiert jetzt irgendein Unternehmen in Planters und sagt, hey, wir steigen bei euch mit ein und wir kriegen dadurch die Kosten niedriger. Weil das Produkt ist wirklich gut. Aber wie gesagt, ein bisschen weniger Süße und weniger Thymian oder ein bisschen gar kein Thymian da dran. Wirklich nur Pfeffer, was ist hier dran an Gewürz? Das steht nicht drauf, ne? Da steht Gewürze, ja, Gewürze. Und dann haben sie auch aufgehört. Also den Thymian weg, dann kann ich es mir mit meiner Kräuterbutter oder so noch würzen, wie ich will. Wenn ich das dann drauflege, dann bin ich zufrieden. Aber wie gesagt, dieses Thymianige ist mir ein bisschen too much. Aber sonst ist es Bombe. Also sonst sehr zu empfehlen. Jetzt wird es natürlich trocken, jetzt sieht es dementsprechend nicht mehr so aus. Darum zeige ich es euch jetzt am besten nicht, weil das ist dieser typische Effekt bei Vegan. Wenn es ein paar Sekunden draußen ist und das nicht frisch aufgeschnitten ist, kommt dieser Trockenheitseffekt. Sonst aber lecker. Mit Salz, ohne Salz, schmeckt. Probiert es gern aus. Es wird auch den ein oder anderen Fleischesser sicher gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass es wie auf dem Bild mit so einer Soße noch besser ist, weil der Geschmack dann runter wird oder so einer Pfefferrahmsoße. Ist ein gutes Produkt, kriegt von mir. Obwohl ich da diese Abzüge habe, würde ich trotzdem sagen, für den veganen Bereich 4,5 von 5. Aber von Innovationsgrad ist es wirklich eine 5 von 5. Das ist wirklich das beste vegane Steak, was ich bisher so probiert habe. Und wir hatten schon einiges davon. Aber Preis muss runter, Thymian muss weg und ein bisschen der Süße da halt. Darum sage ich jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Ich bin gespannt, ob ihr es probiert habt, ob ihr es probieren werdet. Schreibt es gerne mal rein. Und wie gesagt, es soll euch nichts weggenommen werden. Es ist einfach nur ein weiteres Produkt im Handel, um eine Alternative zu bieten. Und wer weiter Fleisch essen will, isst einfach Fleisch. Wird keiner zu gezwungen. Danke fürs Foodschauen. Ciao, euer Bob.